Herzlich willkommen zur abschließenden Pressekonferenz zur Regionalliga-Partie des 11. Spieltags zwischen dem BFC Dynamo und dem VfB Germania Halberstadt. Vor 1.428 Zuschauern sahen wir einen 3:2 Heimsieg unseres BFC. Ja, erstmal Glückwunsch an meinen Kollegen zum Sieg. Ich denke, aufgrund der ersten Halbzeit war das auch, ist es in Ordnung. Erste Halbzeit sind wir nicht so ins Spiel gekommen, wie wir uns das vorgestellt haben. Hatten da gerade in den ersten 10 Minuten, glaube ich, 5 Eckbälle zu verteidigen, die wir relativ einfach zulassen, wo wir den Flügel nicht ordentlich verteidigt bekommen. Haben dann aber trotzdem eine riesen Umschaltsituation, wo wir 3-1 auf die Kette zugehen, beziehungsweise aufs Tor vom BFC laufen und verteidigen das eigentlich selber durch einen individuellen Fehler. Das ist dann bitter, wenn du dann halt eben nicht so gut aus der Kabine kommst, nicht so gut ins Spiel kommst und du hast halt eben hier in dem Stadion so einen Druck auf dein Tor zu bekommen, dann ist es halt wichtig, dass du in solchen Phasen dann diese Chancen nutzt, zumindest, dass du erstmal selber zum Abschluss kommst, dass man dadurch vielleicht auch die ein oder andere Dynamik von Selbstbewusstsein her daraus kristallisiert. Und wenn du es dann halt eben so fahrlässig liegen lässt, dann ist es halt sehr schwierig. In der Halbzeit haben wir dann, wir standen ja logischerweise mit dem Rücken zur Wand. Die 2 Tore sind auch, vor allem das 2. Tor sehr, sehr unglücklich. Den klären wir eigentlich schon mit dem 1. Kopfball, kommt dann nicht so richtig auf den 2. Ball, rutscht noch aus. Ja, ist dann schwierig, wenn du dann mit 0-2 hier zurückliegst. In unserer Situation, dann ist das nicht ganz so einfach, aber wie die Jungs dann darauf reagiert haben, wir haben dann ein bisschen umgestellt, weil wir schon wussten, dass natürlich die Belastung vom BFC sehr hoch war unter der Woche und haben dann halt quasi auf 4-3-3 umgestellt, Angriffspressing und mehr oder minder 1-gegen-1 verteidigt über den Platz und haben uns dann halt auch daraus so ein Stück weit befreit, hatten dann gute Torschancen, so halbpotenzielle Torschancen bis zum 2-1. Und der Anschlusstreffer hat dann natürlich beflügelt. So, und dann hast du die Spieldynamik auf deiner Seite, machst dann das 2-2. Und dann ist es halt wichtig, dass du mit dem 2-2 einfach dann eine gewisse Kontrolle aufs Feld bekommst, eine gewisse Ruhe ausstrahlst. Und da fehlt uns einfach dann auch ein Stück weit einfach der zentrale Spieler, der dafür für eine gewisse Ordnung sorgt. Und wir dürfen dann natürlich bei einem Einwurf nicht so den Rückraum freilassen, der eigentlich auch in der Position eingenommen ist. Und dann bewegen wir uns falsch. Statt nach vorn bewegen wir uns nach hinten. Und dann kommt Devil zum Abschluss und den macht er dann auch gut. Und dann steht es 3-2. Und dann hast du natürlich, wie das dann halt so ist, wenn du im Keller bist, hast du Scheiße am Fuß. Machst du dann mit dem Kopfball, wo du dann wieder die Möglichkeit hast, aus 5 Metern nicht das Tor und köpfst den Torwart an. Und dann verlierst du halt hier 3-2. Aber ich glaube, es war unterm Strich am Ende für die Zuschauer ein schönes Regionalligaspiel. Ost. Heiner, dein Fazit zu den 90 Minuten? Ja, ich glaube, in der Spielanalyse war alles da so gesagt, wie es auch war am Ende. Ich denke, ich sehe jetzt mal die ganze letzte Woche als Grundlage meiner Analyse heute. Und wenn du gegen Babelsberg spielst und bist frisch, dann sieht ein Spiel so aus, wie es letzte Woche ausgesehen hat. Dann kommt der fast schwerste Gegner im Lostopf für Pokalspiel und auch da, wie auch gegen Babelsberg, liegen wir 1-0 zurück durch unseren Fehler. Und heute auch wieder nach dem 2-0, wo einfach die Kräfte am Anfang da war und am Ende einfach nicht mehr da waren, was absolut menschlich ist. Ich glaube, jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, weiß, wie es ist, wenn du so eine Woche hast. Ich meine, die Ansetzung ist ja auch mehr als unglücklich, dass der BFC am Freitag fast schon den Spieltag wieder anfangen muss, nachdem er unter der Woche gegen Regionalligisten spielt. Ich hätte den Samstag oder Sonntag oder vielleicht sogar Montag besser gefunden, weil es auch für die Regeneration der Spieler natürlich nochmal besser gewesen wäre. Aber wir haben das angenommen. Vor allen Dingen heute ging es darum, ab der 60. Minute läuft nicht mehr der Körper, sondern da läuft die Bereitschaft. Und wenn du in so einer Phase, wir haben ja auch selbst in der zweiten Halbzeit, wo unsere Körner dann gefehlt haben, richtig viel nicht zugelassen. Ja, und wenn du dann mit dem ersten richtigen Angriff des Gegners dann zum 2-1 kommst, setzt das beim Gegner Kräfte frei und uns natürlich nach so einer Woche geht dann so ein bisschen Angst drum, dass du so ein Spiel, was du eigentlich komplett im Sack hast, dann noch abgibst. Aber dann kam es noch schlimmer. Wir kriegen einen Sonntagsschuss in Winkel zum 2-2 und kommen dann zurück. Und das dritte Mal in einer Woche dann so ein Spiel wieder in die eigene Bahn zu lenken, ich glaube, mehr braucht man gar nicht sagen über den Charakter der Mannschaft, über die Bereitschaft der Mannschaft. Und dreimal zu Hause gewonnen zu haben in einer Woche, fühlt sich verdammt
verdammt gut an. Ja, ich bin stolz auf die Jungs. Ich bin auch stolz auf den Support, den wir gebraucht haben. Gerade nach dem 2-2, was die Gegend gerade da gemacht hat, war extrem hilfreich. Und nur so geht's auch. Und jetzt haben wir endlich mal ein paar Tage Zeit zum Verschnaufen und haben dann zwei richtige Kracherspiele hintereinander weg mit Erfurt und Cottbus, die wir aber Spiel für Spiel nehmen. Und ich hoffe, dass uns nächste Woche in Erfurt so viele Berliner wie möglich unterstützen, uns einfach da gegen richtig guten Gegner zum Sieg polen. Und ich kann nur versprechen, dass wir da richtig frisch sein werden und mit Sicherheit nicht in der zweiten Halbzeit so einbrechen, wie es heute einfach auch normal war. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, Heiner. Gibt es seitens der Pressevertreter Fragen an die Trainer? Dann fange ich mal an. Backe, du hast heute auf Niki Brandt verzichten müssen, dass er nicht mal auf der Bank war. Er war ja keine frische Grund, sondern muss irgendwie verletzt sein, ja? Ja, Niki Brandt hat sich in fast der letzten Rettungsaktion im Spiel gegen Lichtenberg eine Bänderzerrung im Knie zugezogen. Er hätte mit einer schmerzstillenden Spritze spielen können, aber ich bin kein Freund davon, sondern wir haben einen breiten Kader. Heute hat ein sehr junger, frischer Spieler für ihn gespielt. Logischerweise hat Niki eine Riesenpräsenz. Das hat uns heute auch ein bisschen in diesen absoluten Schlüsselmomenten gefehlt, weil ich glaube, so ein Spiel musst du gar nicht mehr scharf machen. Aber wenn man dann am Ende sieht, dass dann auch wirklich junge Spieler reinkommen und die das dann gut gemacht haben, macht mich das umso stolzer, dass wir sowas auch auffangen können. Und ja, es fehlt ja auch ein Alex Siebeck noch, ein Schulle fehlt noch. Das ist noch richtig was hinten dran und deswegen sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg, wenn wir dann solche Phasen auch dann mit 3 Siegen in der Woche überstehen können mittlerweile. Wie wichtig ist es vom Kopf her, dass ihr jetzt 7 Spiele in Folge nicht mehr verloren habt? Ich glaube, ne, richtig gerechnet, 4 Unentschieden waren dabei und 3 Siege plus, wenn du noch die beiden Pokalspiele nehmen willst, sogar eigentlich 9 Spiele am Stück. Zu wissen, dass die Jungs merken, okay, wir kommen dahin, wo wir eigentlich hinwollen. Es war ein langer, mühsamer Weg bis hierhin und wir wissen, dass wir ihn weitergehen müssen. Aber das ist der Anspruch. Das ist der Anspruch, aber der Anspruch darf nicht dazu führen, dass du, wenn du 2-0 führst, auf einmal schön spielen musst, sondern du musst gewinnen. Und dafür brauchen wir unsere Körner, da brauchen wir alle Spieler bei 100% und das kann nicht der Mannschaft, was den Willen angeht. Und nur das habe ich eingefordert, dass du in so einem Spiel heute, in der zweiten Halbzeit, nicht mehr die Körner hast, wie im ersten Spiel in Babelsberg in dieser selben Spielwoche. Ist doch ganz logisch, aber von der Mentalität her, so ein Spiel nochmal zu drehen, Chapeau, Jungs. Gibt es noch weitere Fragen der Pressevertreter? Ich sehe es nicht mehr der Fall. Dann wünsche ich ein angenehmes Wochenende und wir sehen uns dann wieder nächste Woche Sonntag 16 Uhr im Steigerwaldstadion in Erfurt. Bis dahin, vielen Dank und zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.